So, hier sind wir wieder mal auf jedes Jahr auf dem Stand von LTB mit dem Josef. Er zeigt uns jetzt auch wieder hier ein Splitboard von LTB und ein paar andere Boards noch mit schicken Designs. Auf geht's. Aber alle da zu Hause. Schon wieder der Josef, wie letztes Jahr. Versuchen wir dieses Jahr ein bisschen langsamer zu sprechen. Wir sind auf dem Stand von LTB Snowboards. LTB Snowboards produziert seit 24 Jahren ausschließlich limitierte Serie in Handarbeit, in eigener Manufaktur in Europa. Wir sind besonders stark im Freeride-Bereich und für nächstes Jahr haben wir die Kollektion um Splitboards erweitert. Splitboards haben wir schon seit 10 Jahren auf Bestellung. Und mittlerweile, dadurch, dass wir Lizenznehmer sind von dem Wallet-Zubehör, können wir Splitboards auch komplett mit Splitkit, Fellen und Haarscheißen anbieten. Die Splitboards werden in 9 verschiedenen Längen angeboten. Das kleinste ist 1,55, das längste 1,84 Meter und in 3 verschiedenen Breiten. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie einfach ist das Board umzubauen. Es geht schnell und absolut ohne Werkzeug. Hier hat man die zwei Positionen. Das ist die Aufstiegposition, das ist die Abfahrtposition. Normalerweise hat man die Bindung hier befestigt. Man zieht den Bolzen raus. Die Platte wird rausgeschoben. Plastikverriegelung vorne und hinten gelöst. Das Board einfach rausgeschoben. Dann dreht man die zwei Hälften um und befestigt man die Platte, wo die Bindung normalerweise drauf ist, hier rein. Und man hat jetzt das Board in die Aufstiegposition, wenn das flach ist, ohne Steighilfe, wenn das steil ist, mit Steighilfe. Natürlich auf die Unter. Die Haken werden gedreht und natürlich auf die Lauffläche kommen die Fellen. Wenn es eisig ist, werden noch die Haarscheißen befestigt. Okay. Vorteil von einem Splitboard, man schleppt keine Schneeschuhe, kein Board auf den Rücken, man ist deutlich flexibel und hauptsächlich man erreicht damit Terrains und Gebiete, von dem anderen nur träumen können. Weil alle anderen bleiben auf der Piste, in der Pistennähe und ich bin einfach in einer Stunde, zwei Stunden habe ich das schönste Powder überhaupt. Das Wetter, das ist eine Spezialität im Freeride-Bereich, in dem All-Mountain-Bereich. Unser Lieblingsboard ist die Eels-Serie. Die Eels-Serie gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen. Das ist ein perfektes All-Mountain-Freestyle-Board. Hier benutzen wir einen weichen Twin-Tip. Holzscan, dadurch ist die Bindung mittig platziert. Zusätzlich hat man ein bisschen längere Nose. Dadurch hat man ein Brett, was von Flex ein bisschen weicher ist, aber sehr gute Torsion. Dieses Board gibt es entweder mit Rocker, das bedeutet Rocker in der Mitte, klassische Vorspannung unter den Füßen oder 3 Versionen klassische Vorspannung in 3 verschiedenen Flex-Varianten. Das waren 2 Bretter von LTB Snowboards. Insgesamt die Kollektion ist deutlich größer. Es stehen 128 perfekt abgestimmte Boards. Bis nächstes Jahr. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch und viel Schnee, Sand und Powder. Tschüss.